unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ersatzteile zum Selbertauschen. Ersetze einfach den defekten Touchscreen deines John Deere GreenStar 2600. Löse zuerst die 6 Gehäuseschrauben. Hebe dann das Gehäuse an und entferne die Leuchtdiode von der Blende. Entferne nun die Schrauben des Touchscreens. Löse das Kabel, indem du die Nase eindrückst. Trenne das Klebeband, indem du den Touchscreen mit einem Cuttermesser vom Display löst, ohne das Klebeband oder Display zu beschädigen. Hebe den defekten Touchscreen heraus. Zieh die Schutzfolie vom neuen Touchscreen ab und setze den Touchscreen ein. Setze den Touchscreen präzise auf den Klebestreifen, um Verkantungen zu vermeiden, und drücke ihn vorsichtig fest. Stecke das Kabel nun wieder ein. Befestige die 4 Schrauben wieder am Display. Zieh die Schutzfolie vom Display ab. Bringe die Leuchtdiode wieder an der Blende an und setze das Gehäuse auf. Befestige jetzt die Schrauben. Besprühe die Fläche mit destilliertem Wasser und bring die Adhäsionsfolie mit dem Rakel auf. Das Wasser hilft, Staubpartikel zu entfernen und Blasenbildung zwischen der Schutzfolie und dem Touchscreen zu verhindern. Mit der Pinzette kannst du die Folie von der Lasche abziehen. Fertig! Der Touchscreen wurde erfolgreich ersetzt.